Hallo, ihr kleinen Tasten- und Knöpfchendrücker, da sind wir wieder. Das gibt jetzt nochmal ein kleines Video, ich weiß nicht wie lang oder so, aber wir hatten jedenfalls erstmal einen Arsch voll Credits. Genau. Und den mussten wir erstmal durchlaufen lassen. Da hüpft auch schon Arschgott auf mich zu. Yeah. Ja, da ist Prinzessin Arschgau. Wir haben jetzt die letzten. Oh. Aufnahme. Aufnahme, sage ich schon. Letzte Aufnahme. Alter, den letzten Bossfight geschafft. Seht es doch, also, ich würde sagen, seht uns das hier einfach als, sagen wir mal, vorerst letzte Folge von Tiny Tina's Wonderlands an. Ja, genau. So, was haben wir hier? Es ist echt eine Menge Loot hier. Ja. Aber ist ja nicht alles Gold, was glänzt, ne? Mein Inventar ist voll. Natürlich, wie auch sonst. Aber es ist sowieso, ich glaube, ich brauche nichts hiervon. 24, ja gut, das könnte ich gebrauchen. Ja, das könnte ich gebrauchen. Ist das ein Schild? Ja, tatsächlich. So, wir wühlen uns hier durchs Loot. Wir müssen auf jeden Fall noch mit dem Dragonlord gleich sprechen. Aber erstmal. Ja. Boah, also der Kampf gegen den Dragonlord, Leute, war echt. Wer die letzte Folge gesehen hat, was ich immer davon ausgehe, war echt heftig. Ja, also ich sag's nochmal: Nie mit Rang 26 auf Rang 31. Sind wir 27, bin ich jetzt mittlerweile. Ja, ich auch. Nee, ich bin nicht 27. Nein? Mir fehlt noch ein Mini-Stückchen. Ach komm, da habe ich dich sogar jetzt mal überholt jetzt. Ja. Ja. Alter Arschgaul, wie die hier rumhöppelt, ey. Ja. Boah, aber hier ist nichts für mich dabei, ey. Also ja, ich hab ein paar Sachen habe ich nur einfach eingesammelt, einfach mal zum Verkaufen. Zum Verkaufen, wie das aussieht, Alter, wie die hier rumhöppelt hier, ey. Ja, die galoppiert, ne? Ja, ich weiß. Komm, ich sprich jetzt mit dem, ne? Mit Dragonlord. Ja, okay, komm, sprech mit ihm. Klatsch ich ihm einer. Du hast sie zurückgebracht. Ich schätze, für einen Schicksalsbringer ist nichts unmöglich. Aber wieso verschonst du mich? Diese Welt war schon zu lange gespalten. Zu viele Seelen durch Angst, Wut und Schuld getrennt. Allein zu sein ist zutiefst schmerzlich. Aber niemand muss so leben. Nicht einmal du. Ich fühlte mich allein. Ich dachte, ich hätte meine Verbindung zu ihr verloren, als ich aufhörte, ihr Schicksalsbringer zu sein, aber ich bin immer noch ein Teil ihrer Geschichte. Vielleicht hat sie mich aus einem Grund hier behalten, um Helden zu treffen, wie dich. Was für ein enormer Durchbruch. Darf ich dir fürs nächste Mal eine Kopie empfehlen, statt dir von mir auf einer Pyramide den Hintern versohlen zu lassen? Weißt du was? Ich verstehe, das habe ich verdient. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade etwas planlos. Ich habe den Endkampf noch nie überlebt. Was macht man so, wenn man nicht versucht, die Welt mit Finsternis zu überziehen? Majestät, ich vergebt mir euren abgeschnittenen Kopf und den fast Weltuntergang. Alles cool? Hand drauf? Hufe drauf. Drauf. 200 Jahre in dieser Burg? Das ist doch total gerecht. Was auch immer meine Königin für klug hält. Ihre super tolle Majestät sagt, es soll eine große Feier in Bachhof geben, wenn du zurückkehrst, Neuling. Aber kommen wir nun zu deiner Bossbeute. Nein! Ah! Da fällen wir ja runter. Ich glaube, müssen wir runter, glaube ich, oder? Finden die voll. Die, da müssen wir runter. Ja, 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 ja. Oh, ich hab Inventar voll. Oh, hier ist komplett. Oh, hier ist kompletter Lootraum. Oh, das ist doch geil. Tatsächlich. Ich habe Pläne, Baby. Baby. Ich nehme nur die Liedersachen mit, wenn ich dabei sind. Sonst lohnt sich das eigentlich fast gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich hab hier nur Kult. Alles grün bei mir. Okay, also Tina, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Hoffentlich habe ich dir Bunkers und Badasses nicht versaut. Kannst du eigentlich alles einsammeln und alles verkaufen? Theoretisch ja. Ich kann im Moment
Armee zu sein, ist mehr Arbeit, als ich dachte, aber wenn es besser läuft, alles nur knapp mit 240. Versprochen. 99, 53. Okay. Aber wir spielen meine Kampagne. 96. Ich arbeite da an was. Ja. Kann es kaum erwarten. Du bist bestimmt ein toller Bankermeister. Ein Bankermeister? Ah ja. Ja. Nee, nicht wirklich was Tolles dabei hier. Das ist doch was ich meine, da habe ich mir echt mehr erwartet. Ich hatte auf jeden Fall ein paar Lieder Sachen dabei, die habe ich einfach mitgenommen. Ich habe hier gar nichts wieder. Eine blaue, zwei blaue Sachen habe ich dabei. Ja, und da hinten halt, ne? So, wollen wir da durch? Ja. Na los. Zurück nach Prachthof. Ach, zu der Stadt vom Anfang, weißt du noch? Prachthof? Ja, ja, ja. Ah ja, mit dem Regenbogen da oben. Ja, richtig. Richtig. Der Regenbogen. Noch? Gehst zum Zottelplatz. Jede Menge Nebenquests sehe ich gerade. Neue Menge Ausrufezeichen. Ah, jetzt. Boah, die ganze Stadt ist ja hier. Ja. Die fünf Leute da. Ja, Skelettschlüssel gibt's im Internet. Ja, ein paar. Ach, guck mal, wer der ist. Paladin Mike. Ach, oh mein Gott. Ja. Dir zu. Du hast unsere Königin zurückgebracht. Und mit ihr die Hoffnung. Ich und alle Bürger von Prachthof sind dir sehr dankbar. Ja. Aber eine Sache ist noch offen. Ihre Majestät erwartet dich. Begib dich zu Arschgaul. Auf zu Arschgaul. Ja. Auf der Regenbogentreppe. Oh, mit einem Regenbogenteppich. Jeder. Da du zusammengebracht hast, was einst getrennt war, wird Königin Arschgaul jetzt beenden, was noch getan werden muss. Du wirst zum Ritter des Reiches geschlagen. Wurde auch Zeit. Endlich ist es soweit. Knie nieder, Schicksalsbringer. Knie nieder! Man kennt dich als Schicksalsbringer, Held von Prachthof. Knappe, oh, so eine Ehre! Mannschaft und Durchgangssucher. Und jetzt, bei der Macht des Adamantthrons, erhebe dich, Ritter des Reiches! Als richtiger verdammter Ritter brauchst du auch die richtige verdammte Ausstattung. Geh zur Schmiedin. Sie wird dir helfen, Epilog. Steht da jetzt rechts. Wünschen anzupassen. Ja, neue Kessel entdeckt, Epilog. Sprich mit der Schmiedin. Ja. Ob er, als zweiter Ringslord, ja, wo dieses Schlösschen noch davor war. Ja. Frei sein. Nein, werde ich nicht. Pass auf, wo du hintrittst. Sieh einer an, wer hat denn da die Welt gerettet? Schön, die Königin wieder zu haben. Ohne den königlichen Hufeisenauftrag wäre ich vielleicht schon bankrott. Unser gemeinsamer Paladin-Freund hat angedeutet, du könntest meine Ausrüstung verbessern. Richtig. Er dachte, du könntest vielleicht etwas magische Unterstützung für deine Ausrüstung gebrauchen. Das da ist ein Verzauberungswürfler. Damit kannst du deine verzauberte Ausrüstung auf magische Weise ändern. Am Ende hast du vielleicht ganz andere Kräfte. Du wirst auch ein paar Mondkugeln brauchen. Ohne sie gibt's nämlich keine Magie. Na klar. Er wollte Mondkugeln, die sind da vorne. Los, probier ihn aus. Ich habe in der Kiste dort etwas Fabelhaftes für dich. Ja. Also man kann sich dann Sachen rauswürfeln quasi. Ja. Aber kein Würfel da. Kein Würfel da. Aus hier. Ich bin blöd, ich hab doch die Panzer. Mach mal X annehmen. Ich
schau mal bei Izzy rein. Sie hat was zur Auswahl für deinen ausgewählten Beruf. Danke, dass du da warst. Danke, und sei nicht traurig, dass diese Mission vorbei ist. Bestimmt taucht bald wieder ein hirnverbrannter Schurke auf, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Pass auf, dass deine Klinge immer schön scharf bleibt. Ja. Ich habe jetzt einfach eins ausgewählt und so, einfach ich um auch. Das weiterzukommen. Ja, ich werde direkt den Platz einnehmen. So, was ist jetzt deine Aufgabe? Ich sprich mit Itzi, ne? 55, Zaubert. Achso, du bist noch dabei? Okay. Ja, da war jetzt nicht wirklich. Ist deine Aufgabe? Sprich mit Itzi, ne? Steht rechts auch bei dir? Ja. Okay, gut. Wer ist denn Itzi? Ja, keine Ahnung. Wer bist du da jetzt hin? Itzi bitte die Lattenstrumpf. Und die ist da hinten. Ja. Ja, wie gesagt, theoretisch, guck mal, wie viele Nebenquests, Ausrufezeichen hier noch rumgucken. Ja, ja. Hätten noch nicht so viel zu tun, theoretisch eigentlich. Itzi Spritze. Ach, die Knalle war das. Ja, da bist du ja. Oh, wow. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist seit deinem letzten Besuch gewachsen. Ich soll dich auf meine berufliche Laufbahn ansprechen. Oh, natürlich. Hier entlang. Der Schnellwechselautomat hat eine neue Verbesserung erhalten. Schnellwechsel? Jetzt kannst du deine Sekundärklasse jederzeit ändern. Die Sekundärklasse, richtig. Darfst du überhaupt über sowas reden? Ich dachte, ihr würdet alle nur in Euphemismen sprechen. Ein Mann keine mit Brüsten? Angst, das ist alles nur ein ja, schau in der heutigen Zeit. Ich habe gesehen, wie du mit den furchterregenden Himmelsriesen geredet hast. Dann wurde es Legendärklasse neu verteilen. Legendärklasse? Ja, stand da irgendwie. So ach, hier kann man auch Skills zurücksetzen, sehe ich gerade. Hey, hör doch mal auf, Controller. Sprudeligen Tag nach. Ja, das ist. Hey, Emotes. Die Kammer? Ganz sicher, meine Königin? Natürlich, Eure Majestät. Schicksalsbringer. So. Die Königin lädt sich ein, ihre königliche Burg zu betreten. Okay, in den tiefer gelegenen Kammern ist etwas, das du dir ansehen sollst. Viel Glück, verdammt. Oh, meine ihre königliche Statue. Majestät, Königin Arschgaul, Regentin von Prachthof, rechtmäßige Inhaberin des Adamant-Throns und die heißeste Braut. Vorbildlich natürlich. Gewährt euch Einlass in ihre Burg. Aber betritt die Burg, ist unsere Aufgabe jetzt. Aber mach erst mal, was du da machst. Ich warte so lange. Okay, wo kann man denn seine Dings hier umändern? Weiß ich nicht, habe ich auch gerade nicht gefunden. Unsere Quest ist auf jeden Fall erstmal jetzt zur Burg zurückzugehen. Also du hast gesagt, man kann seine Dings ändern. Ja, stand er ja da irgendwie gerade, aber ich hab's auch nicht gefunden. Ah, hier ist ein Tresor. Ja, hier ist das Ding wieder, ja. So, die Burg ist da hinten. Weg da! Ja. Weg da! Weg da! Ich konnte meinen Halbgefährt da umändern. Hab ich auch gesehen, ja, man konnte doch. Du kannst dich auch selbst umbenennen, hab ich gesehen. Ja. Ich glaube, dadurch müssen wir irgendwie jetzt zur Burg kommen. Ja. Die Treppe hoch. Na cool, da kommt ja oben sind Zähne, ist so ein Maul, guck mal. Was? Da oben sind Zähne. Ah, ja, tatsächlich. Na, guck mal, das sind unsere Statuen, ich bin größer. Ja, tatsächlich, ey. Was soll das? Wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, der Player 1 bin ich, weiß ich. Chaoskammer. Mit Chaos Chamber. Ohne mich wärst du nie so weit gekommen. Na, wen haben wir denn da? Willkommen in meinem Gefängnis, Schicksalsbringer. Ich hab da was, das dich vielleicht interessiert. Überall Statuen von uns. Cool. Ja. Zeige dir, wie das geht. Annehmen oder ablehnen? Ich dachte, dass mir ihre Majestät eine Lektion erteilen wollte, als sie mich in dieser Burg einsperrte. Doch sie hatte weitaus Größeres im Sinn. Ich bin nicht der Einzige, der hier einsitzt. Unser Bunkermaster, er ist komplexer, als ich ihr zugetraut habe. Trotz all dem Chaos in den Wonderlands hat sie ihre niedersten Instinkte gut versteckt. Hier, die Chaoskammer. Oh. Was ich als Seelenenergie kenne, kennt sie als Wunder und Vorstellungskraft. In den richtigen Händen
kann man damit die Welt retten. In den falschen Händen. Na, ich denke, das hat unser großer Höhepunkt in Akt 3 gezeigt. In dieser Chaoskammer verbergen sich alle unfairen Kämpfe und nicht ausgewogenen Beutegegenstände, von denen sie je geträumt hat. Ich wollte herausfinden, was sich im Zentrum dieses kreativen Wirbels befindet, aber Würfel hören nicht auf Nichtspielercharaktere. Diese Macht gehorcht mir nicht mehr. Dir dagegen schon, Schicksalsbringer. Betritt die Chaoskammer. Besiege das Schlimmste, was sie dir entgegenwirft. Keine Ahnung, was dich im Inneren erwartet. Aber eins ist gewiss, du gehst gestärkt daraus hervor. Okay, schließe einen Lauf in der Chaoskammer ab. Also wir müssen wahrscheinlich nochmal so ein bisschen uns da durchbattlen, denke ich mal. Mhm. Mal dann durch da. Wer weiß, welche Level die Gegner jetzt da drin sind. Ja. Alles und jeden töten. Absolviere den Kampf gegen die Feinde. Yo. Was denn? Gibt's hier ein Problem? Ich mache jetzt mal was ganz verrückt. Was wär? Diesen höllischen Händen ist die Magie ausgegangen. Alter, schon bin ich am Boden. Warum? Was passiert? Hast du wieder da? Ich werde jetzt mal die Panzerfaust ausprobieren. Wo haben wir sie denn? Großer Feuerhammer! Hilfsgefährte, warum hilfst du ihm? Kampf abgeschlossen, sehr schön. Das Schicksal hat eine weitere Seite gezupft. Hattest du Spaß? Ich habe hier eine kleine Investition für dich. Ja, jetzt. Wow, noch 10 Minuten. Will ein Fluch aus? Die Chaoskammer belohnt jene, die sich Herausforderungen stellen. In diesen Kristallen stecken Flüche. Akzeptierst du einen Fluch, wird der Kampf schwieriger. Die Belohnung aber umso schöner. Flüche. Stell dich gelegentlich vor die Wahl eines Fluches, damit die Sache interessant bleibt. Das leichte, mittlere und schwache schwere Flüche. Ja. Was machen wir? Leichten oder schweren? Ich nehme den, der so hat. So am Leuchten ist es schwer. Das ist schwer. Ja. Zerschmettere schwer hast du genommen. Diesen Würfel, okay. Und ernte deine Belohnung. Bei jeder Begegnung gibt es einen Würfel. Sollte es dir aber gelingen, andere Ziele abzuschließen, erscheint ein zweiter. Naja. Die gesammelten Kristalle kannst du an den Altären nutzen. Ihre Segen können dich stärker und einen schmerzhaften Tod etwas unwahrscheinlicher machen. Etwas. Altäre und Segen. Bei Bosskämpfen in der Chaoskammer gibt es Altäre, die einen Segen gewähren, wenn du ihn mit Kristallen kaufst. Segen können deine Werte und Fähigkeiten bei dem aktuellen Versuch erheblich verbessern, aber mit jedem Kauf. Eier, Munitionskapazität oder Schusswaffenschaden. Also ich nehme Schusswaffenschaden. Ja, ich auch. Wir sehen uns nach dem nächsten Kampf. Oder bei deinem Tod. Ich bin nicht wählerisch. Oh, no. Gieß den Kampf ab, bitte das Portal.
ja. Konnte ich gar nicht sehen. Und wollen wir Chaoskampf beenden? Oder Chaoskampflauf beenden? Ja. Ja? Ja. Okay. Dann gehen wir mal wieder hier raus zur Oberwelt quasi. Ja. Ist ja nichts mehr hier. Also. Na gut, ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt immer so ein genau. Endlau. Das ist so wie, ähnlich wie bei Diablo, glaube ich, einfach. Ja. Gut, dann will ich sagen, wie lang ging die Folge jetzt? Ja, die Folge ging jetzt 20 Minuten. Ja gut, das eigentlich ist gut. Ja, ja. Gute Zeit eigentlich für die vorerst, denke ich mal, letzte Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Weil die Story ist jetzt abgeschlossen und im Großen und Ganzen eigentlich ist das jetzt so quasi, glaube ich, Endgame, denke ich mal, dass wir einfach nur so diese Chaos-Portale machen, um halt immer besseren Loot zu bekommen. So ähnlich wie zum Beispiel bei Diablo. Ja. Ist das halt dann, denke ich mal, einfach. Ja. Wie gesagt, ob es nochmal eine Aufnahme zu Tiny Tinas geben wird, müssen wir uns mal entscheiden. Müssen wir nochmal drüber entscheiden und sprechen. Wenn einer kommt, seht ihr es ja so oder so. Ansonsten nochmal vielen lieben Dank, sagen wir mal, für eure Aufmerksamkeit. Ja. Und den Daumen in himmlische Richtung. Genau. Vergessen. Wir hoffen mal, dass wir euch trotz allem, obwohl das Projekt nicht so gut angekommen ist, trotzdem irgendwie unterhalten konnten. Ja, vielleicht finden wir ja was, was richtig gut ankommt. Dann. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank und wer weiß, wo wir uns wiedersehen. Ja, vielleicht sogar nochmal hier in irgendeiner Aufnahme. Ja. Okay, bis dann. Genau, ciao. Bis dann. Ciao.